Glückwunsch von unserer Seite, Sportlerin des Jahres 2017. Kommt es für Sie überraschend oder haben Sie sich schon gute Chancen ausgerechnet? Ja, also letztes Jahr bin ich ja schon Dritte geworden und dieses Mal habe ich gehofft, dass es noch ein Stück weiter nach vorne geht. Aber ja, ich weiß, dass wir hier super Sportler in der Region haben, deshalb war das auf jeden Fall nicht klar vorher. Die Wahl kommt überhaupt nicht für mich überraschend. Constanze hat eine überragende Saison geliefert, ist die Leichtathletin mit einer ganz großen Zukunft. Insofern eine überlegene und gute Wahl. Mit Constanze Klosterhalf hat heute eine absolute Spitzensportlerin gewonnen. Was sagen Sie zu der Wahl? Absolut tolle Wahl. Ich bin selber Läufer und von daher auch hoch begeistert von ihr, wie sie es macht, was sie für Leistungen bringt. Das kann ich sehr gut einschätzen und von daher sind wir auch sehr, sehr glücklich, dass sie es dann geworden ist. Also herzlichen Glückwunsch auch von der Sparkasse. Ja, regional tätig, der Sport hier aus der Region und wir als Sparkassen sind eben auch in der Region tätig. Die Kollegen in den Städten, wir in den Kreisen und die Qualität der Sportler hier spitze. Dritter Platz bei der Wahl zur Sportler des Jahres. Kommt es für Sie überraschend oder haben Sie sich so ein bisschen die Chancen aufs Treppchen ausgerechnet? Also es kommt für mich auf jeden Fall überraschend, gerade weil Kickboxen ja noch als Randsportart angesehen wird. Und ja, deshalb der dritte Platz, das ist für mich wirklich super. Ja.